In diesem Video möchte ich die Neuigkeiten und den Umgang mit BCF anhand einiger Beispiele aufzeigen. Nebst dem Austausch der Geometrie und Eigenschaften eines Objekts via IFC nutzen wir BCF, das BIM Collaboration Format, für die Kommunikation und Koordination zwischen den verschiedenen Fachplanern. Mit dem BCF kann ein Blickwinkel, die Sichtbarkeit von Bauteilen, ein Kommentar und weitere nützliche Informationen übertragen werden. Um den Workflow mit BCF aufzuzeigen, übernehme ich zuerst mal die Rolle des Architekten oder BIM-Koordinators, nutze in meinem Fall hier das Tool BIM Collab, blende mir Elemente aus, welche ich nicht benötige, aktiviere dann die Bauteile, welche zu dieser Anfrage gehören, wähle dann einen Rechtsklick Issue hinzufügen. Ich gebe der Anfrage einen Titel, wähle den Typ aus, in meinem Fall ist es eine Anfrage, könnte hier weitere Informationen wie Priorität und Meilenstein mitgeben. Bei den Etiketten wähle ich, dass es sich um eine statische Anfrage handelt, definiere eine Beschreibung und kann einen Kommentar mitgeben. Speichere dies nun, könnte noch weitere Besprechungspunkte hinzufügen. Ich wähle hier aber das Speichern dieses BCFs. Wenn ich nun ein solches BCF des Architekten oder Koordinators bekomme, wähle ich oben Fenster und finde den BCF-Manager. Ich wähle unten rechts Importieren und wähle das BCF aus. Wenn ich nun einen Doppelklick auf diese Anfrage mache, dann werden im CAD-Work die Elemente gleich isoliert und herangezoomt. Nachdem ich mir nun Gedanken über diesen Anschluss gemacht habe und vielleicht sogar eine Lösung konstruiert habe, füge ich unten wieder einen Kommentar hinzu, kann auch hier wieder einen Text hinzufügen und kann hier nun mit der zweiten Schaltfläche einen neuen Printscreen aus der 3D-Grafik übernehmen und so bestätigen. Wenn ich nun dem gleichen Fachplaner eigene Fragen stellen kann, wähle ich die Situation aus, wähle dann hier ein Plus, definiere einen neuen Titel, wähle eine Beschreibung aus, kann ebenfalls ein Label auswählen, habe hier eine weitere Situation, die noch zu klären ist. Und könnte dieses BCF dann wieder exportieren und an den Fachplaner retournieren. Damit ich hier die Übersicht über die verschiedenen Themen nicht verliere, kann ich für jedes Thema einen Status definieren. Ich wähle hier für den Pfostenanschluss geschlossen und kann links oben dann definieren, dass ich nur die aktiven und offenen Anträge sehen möchte. Nebst der Kommunikation mit außenstehenden Fachplanern lässt sich das BCF natürlich auch sehr gut für die Kommunikation innerhalb einer Firma nutzen. Ich stelle die Sichtbarkeit der Situation her, wähle dann erneut BCF Manager, wähle Thema hinzufügen, definiere erneut einen Titel, kann auch hier wieder ein Label wählen. Unten stehen mir im Kommentar weitere nützliche Funktionen zur Verfügung. So kann ich hier jederzeit einen neuen Screenshot aus der 3D-Grafik übernehmen, den Screenshot in Paint bearbeiten oder mit dieser Option lässt sich sehr einfach
ein Clipboard einfügen. Dieses Clipboard kann ein Screenshot aus einer 2D-Zeichnung oder auch von einer Homepage oder einem PDF sein. So lässt sich das Bild im Kommentar sehr individuell befüllen. Ich wähle hier kurz die Option Paint aus. Das Tool Paint wird direkt gestartet. Ich wähle hier das Werkzeug, die Strichstärke und die Farbe aus. Kann das Bild bearbeiten, verlasse Paint wieder, speichere das Bild neu ab und das Kommentarbild lässt sich gleich aktualisieren. Im gleichen Zug möchte ich hier gerne noch eine Freigabe. Ich wähle neues Thema und füge auch hier wieder die nötigen Informationen hinzu. Das Bild kann nicht nur im Kommentarbereich angepasst werden, sondern steht mir auch für das Titelbild der Anfrage zur Verfügung. Ich wähle dafür hier oben die Option, den Screenshot anzupassen. Nehme meine Anpassung vor und speichere diese ab und kann so vollständige und klare Anfragen stellen. So kann ich auch hier beliebig viele Punkte in dieses BCF aufnehmen und dieses dann unten über Exportieren an den gewünschten Mitarbeiter weiterleiten. Der BCF-Manager gehört zum Funktionsumfang des BIM-Management-Tools. Bei Fragen zur Anwendung oder Lizenzierung wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Supportfiliale.